Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich heiße Sie und euch herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Meisterschaftsspiel. Man kann, denke ich, durchaus sagen, dass die Saison in die Endphase geht. Nichtsdestotrotz ist es natürlich das Ziel und der Anspruch unserer Mannschaft, möglichst viele Punkte noch einzufahren. Wir sind Ostersonntag zu Gast beim FC Ingolstadt. Anstoß dort ist um 13.30 Uhr. Wenn ich sage beim FC Ingolstadt, liegt darin natürlich das Wort Auswärtsspiel, Dinge, die unsere Mannschaft in dieser Saison besonders gut beherrschen. Deswegen freuen wir uns natürlich umso mehr auf die Vorschau unseres Cheftrainers. Bitte, Lukas, dein Blick auf das Spiel in Ingolstadt. Ja, vielen Dank, Matthias. Schönen guten Tag in die Runde. Tatsächlich ist es so, dass wir beim FC Ingolstadt auf einem richtig geilen Rasen spielen dürfen und B gegen eine Mannschaft, die einen Teufel tut und irgendwas abschenkt. Sie sind extrem diszipliniert, sie haben ganz, ganz enge Abstände zwischen den Ketten, sind nach vorne immer gefährlich und ich würde schon sagen, dass weder der Kader noch die Spielleistung der vergangenen Spiele die aktuelle Tabellensituation widerspiegeln, und nichtsdestotrotz fahren wir natürlich auch dorthin, um unsere Platzierung in der Auswärtstabelle auch zu bestätigen. Wir haben die Punkte nicht geschenkt bekommen, sondern haben in erster Linie guten Fußball gespielt, waren da, als es drauf ankam, und das werden wir auch am Sonntag versuchen. Ich glaube, dass beide Mannschaften einfach, wie gesagt, gar nichts, aber auch abschenken, unabhängig von ihrer jeweiligen Tabellensituation. Deswegen wird es ein kurzweiliges, ich glaube, sehr, sehr interessantes Spiel, und darauf freuen wir uns. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Lukas. Bevor ich in die Fragerunde gehe, kurz der Blick auf die Dinge rund um das Spiel. Es werden 200 Fans aus Paderborn die Mannschaft vor Ort voraussichtlich unterstützen. Auch Kurzentschlossene haben im Unterschied zu vielen anderen Spielen in dieser Saison die Gelegenheit zu kommen. Also in Ingolstadt wird es auch im Gästebereich eine Tageskasse geben. Für den einen oder anderen vielleicht noch interessant, wenn es um einen Ostertrip geht, und auch dort in Ingolstadt sind die Corona-Einschränkungen aufgehoben, unabhängig von der Empfehlung, eine Maske zu tragen. Dann steigen wir in die Fragerunde ein. Peter Klute ist heute die Nummer 1 hier bei uns. Hallo Herr Kwasniok, schlechteste Heimmannschaft gegen bestes Auswärtsteam. Nehmen Sie die Favoritenrolle an? Können wir gerne tun, es bringt einem nur nichts. Fragen Sie mal in Nürnberg oder beim SV Werder Bremen nach. Also nur weil man Favorit ist, gewinnt man das Spiel nicht. Und ich glaube einfach, dass Ingolstadt sich in dieser Rolle des Außenseiters irgendwo auch wohlfühlt. Sie wissen, dass sie einfach über eine gute Kompaktheit auch kommen müssen, aber glauben Sie mal eins, sie tun einem Gegner echt weh, weil sie einfach leidenschaftlich das Tor verteidigen und gleichzeitig einfach nach vorne extrem viele gute Umschaltmomente haben. Aber ja, wir nehmen die Rolle an, nur kaufen können wir uns halt davon nichts. Ja, Lukas, vielen Dank. Ich habe eine ganze Reihe von Personalfragen. Das geht jetzt im munteren Wechsel zwischen Frank Beinecke und Peter Klute. Deswegen seht mir nach, liebe Kollegen, dass ich jetzt nicht jeden Einzelnen immer wieder erwähne. Hallo Herr Kwasniok, was macht der Genesungsprozess von Felix Platte? Er schreitet voran, nur relativ langsam. Also was dazu führt, dass er uns am Wochenende jetzt auf jeden Fall auch nicht zur Verfügung stehen wird. Er trainiert nach wie vor individuell, eher im Gym, im Wasser und auf dem Rad, weil der gesamte Apparat einfach wirklich dann Schlag abbekommen hat. Und gerade in diesem Bereich Becken, Hüfte, ist natürlich auch irgendwo der gesamte Körper in Mitleidenschaft gezogen und deswegen das Laufen für ihn schon auch aktuell eher beschwerlich. Ja, wir wissen, dass du deine Mannschaft in Ingolstadt mindestens auf einer Position wechseln musst. Da geht die zweite Frage hin, die ich hier in personeller Hinsicht habe. Marcel Correa oder Freddy Ananou, wer rückt für Uwe Hünemeyer in die Innenverteidigung, oder gibt es sogar einen Systemwechsel? Die Frage kann ich einfach aktuell deswegen schlecht beantworten. Ich
komme gerade vom Trainingsplatz. Wir haben intensiv gearbeitet, aber eben wenig jetzt heute oder gar nicht spieltaktisch, einfach deswegen, weil das Spiel erst am Sonntag stattfindet. Ich habe Verständnis für die Fragestellung, aber die PK ist heute aufgrund des Osterwochenendes einfach einen Tag früher und meine Gedanken sind einfach noch nicht so weit, wie wir eben den Ausfall von Hühne kompensieren können. Aber wenn wir das tun und das müssen wir, dann machen wir das voller Überzeugung und müssen aber einfach auch noch ein wenig abwägen, was könnte Ingolstadt vielleicht auch am meisten wehtun. Aber in diesem Prozess sind wir noch nicht so weit, dass ich irgendwie auch nur etwas lancieren könnte jetzt hier im Moment. Ja, beide Kollegen beschäftigen sich auch mit der Position zwischen den Pfosten. Überlegen Sie im Saisonendspurt Leo Zingerle einmal spielen zu lassen? Also um ehrlich zu sein, bin ich jetzt überrascht, dass die Frage gestellt wird, aber die ist irgendwo auch nachvollziehbar. Ich habe mir nur darüber keine Gedanken gemacht, aber durch die Fragestellung werde ich das einfach jetzt mal tun für die nächsten Wochen, weil Leo natürlich in der Vergangenheit hier auch ganz, ganz tolle Leistungen gezeigt, aber das hat Yannick Huth natürlich in dieser Saison auch getan und wir sind irgendwo immer noch im Leistungssport und wir wollen Spiele gewinnen, aber ich hätte natürlich gar keine Bedenken, irgendwie Leo auch reinzustellen, aber darüber muss ich mir jetzt mal Gedanken machen. Das war bisher, um ehrlich zu sein, nicht auf meiner Agenda. Insofern vielen Dank für die Frage und das animiert mich ein wenig zum Nachdenken. Ja, insofern hat jede Pressekonferenz auch immer etwas Gutes. Gibt es ansonsten Spieler, die derzeit nicht trainieren können oder im Training kürzer treten müssen? Außer Felix tatsächlich nur Hühne. Der hat gleich zu Beginn einen Luftzweikampf gehabt mit Philipp Hofmann, der dann auf seinem doch ledierten Knie auch gelandet ist. Insofern pausiert er auch diese Woche, da ist jetzt nichts Wildes, das Knie ist seit Jahren, so wie es halt ist, ein wenig lädiert und deswegen macht er jetzt ein wenig Pause auf dem Platz, arbeitet natürlich aber individuell und ich gehe davon aus, dass er dann nächste Woche aber auch wieder trainieren kann. Ja, dann kommen wir schon zur Vorbereitung auf das Spiel. Wie ist der Ablauf bis zum Sonntag? Fliegen Sie zum Spiel? Nee, wir werden mit dem Bus fahren, ganz normal Training, jeweils einmal in den nächsten Tagen. Wir werden unseren Samstag nach dem Abschlusstraining auf den Weg machen. Wir sind ja nach Regensburg geflogen und das mit überschaubarem Erfolg. Das ist natürlich auch immer ein Kostenfaktor. Und jetzt versuchen wir es einfach mit einer längeren Busreise und sind guter Dinge, dass wir da die 3 Punkte irgendwo ins Gepäck mit einladen können. Ja, zum Spiel beim FC Ingolstadt sehe ich keine Fragen mehr. Wir haben ja heute im Laufe des Vormittags noch die Verpflichtung von Richmond Tashi vom Borussia Dortmund bekannt gegeben. Dahin geht die aktuell letzte Frage. Was sagen Sie zu diesem Transfer? Wie und wo kann Tashi dem SCP weiterhelfen? Ich glaube, auf gut Deutsch gesagt, ist es ein typischer SCP-Transfer. In der Vergangenheit hat man einige dieser Jungs eben aus einer unterklassigen Liga geholt, gibt ihnen eben die Möglichkeit, die Plattform sich in der nächsthöheren Liga dann eben auch zu beweisen und tatsächlich mit seiner Dynamik, mit seiner Geschwindigkeit kann er jedem Gegner, glaube ich, auch in der zweiten Liga wehtun. Wir werden sehen, wie schnell er diese Liga adaptieren kann und sein großes Plus, sein Bonus ist einfach, dass er, und das hat er auch diese Saison in Dortmund schon unter Beweis gestellt, nämlich, dass er auf vielen Positionen dann auch spielen kann, kann ganz vorne, zweite Spitze, rechts am Flügel, leicht hängend, kann auf der Schiene, also das ist natürlich auch so prädestiniert für meine Idee, dem Gegner schon auch immer wieder neue Aufgaben dann auch mit auf den Weg zu geben und deswegen freue ich mich extrem, dass er sich für uns entschieden hat und hoffe, dass er gemeinsam mit uns den nächsten Step gehen kann und eine gute Zweitligasaison spielen kann. Ja, Lukas, vielen Dank. Noch einmal der Blick auf den Monitor zum Abschluss. Da ist nichts dazugekommen. Dann belassen wir es dabei. Vielen Dank an alle Beteiligten und uns allen eine schöne Vorschau auf das Osterwochenende, angenehme Tage und natürlich unserer Mannschaft eine erfolgreiche Fahrt in den Süden. Dankeschön.